So, eine Eule fehlt noch. So, in Moskau gibt es eine Nebenmission. こたびも刺激的な旅であった。前は気づかなかったけど、からぐりやって信じられないほど熱いな。何を今さら、としっけ。通覚のなかった頃の話だな。ああ、我ながらよくこんな所で働いたり戦ったりしてたもんだ。おまけに顔を全部仮面で覆ってたものね。 あの頃は、レナの支配のせいで、誰もが苦しそうなんだと思っていたけど、この暑さのせいもあったんだろうな。歩いているだけでだんだん頭がぼーっとしてくるよ。おい、それって熱中症じゃないか？水飲んだ方がいいって。この熱気の中での生水はやめた方がいいぞ。湯冷ましを作る環境があればいいんだが。そうだ、私、毒のところに水をもらいに行ってくるよ。 こういう時は水だけでなく、少々塩も取ると良い気がしたが。岩塩が見つかるか探してみましょう。アルフェンは日陰で休んでいろ。シオン、ついててやってくれ。言っちゃったわね。みんな大げさだな。ありがたいけど。こんな時だけど、懐かしいわね。ああ、何もかもここから始まったんだよな。 ここで私と出会ったこと、後悔してない。自分を取り戻し、壁を壊すきっかけをくれた。後悔するわけがないさ。<笑> Hey Doc. Was gibt's? Was geht, Doc? Oh, hi, Alfen. Ja. Hey, Cole. Alles gut bei dir? Du siehst irgendwie fertig aus. Ich hab echt Hunger. Wir haben immer noch nicht genug Essen, obwohl die René ja nicht mehr hier sind. Das ist nicht gut. Gibt es denn keine Möglichkeit, Essen von außerhalb Kalaglias zu beschaffen? Die gibt es. Dank euren ganzen Mühen könnten wir Handelsrouten schaffen und werden mit ein wenig Essen versorgt. Aber auch an anderen Orten gibt es nicht genug zu essen. Wir können nur wenig zwischen den Reichen vermitteln. Vor allem, weil es in diesem Reich größtenteils nur Felsen und Sand gibt. Ja. Wie traurig. Ich wünschte, wir könnten noch mehr machen. Es besteht immer noch Hoffnung. Ich habe gehört, dass ein Händler aus Thessalonia Schloss Glanimed besucht. Würdest du mal für uns mit ihm sprechen? Gerne. Mal sehen, wie er reagiert. Fürs Erste könnt ihr gerne dieses Brot haben. Wow, danke. Wo hast du das her? Shion ist immer vorbereitet. Wie auch immer. Machen wir uns auf den Weg zu Schloss Glanimed. Okay, dritte Obergeschoss müssen wir.
Oh, nicht der schon wieder? Ja. Nun, wenn das mal nicht unser alter Feinschmeckerfreund ist. Diesmal hat es dich also nach Calaglia verschlagen, was? Elfen, endlich! Ich habe auf dich gewartet. Ui. Oh, mit ihm willst du also sprechen, mit mir aber nicht, klasse. Hm. Weil ich bemerke, dass auf deinem Gaumen nicht so richtig Verlass ist. Hm? Wie geht's, Cordeno? Hast du ein neues Rezept gefunden? Eigentlich ganz im Gegenteil, ich finde hier nichts. Hm. Hier in Calaglia gibt es keine feinen Delikatessen. Ah. Stimmt, jetzt wo du es sagst, mir fällt auch keiner ein. Ich möchte etwas mitnehmen, aber wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wenn du nichts findest, warum stellst du dir nicht einfach selbst was zusammen? Was? Es gibt hier in diesen Gefilden immer noch was zu essen. Warum zauberst du nicht einfach was Gutes aus den Sachen, die du findest? Darum geht's doch beim Kochen, oder? Gerade du müsstest das doch wissen. Oh, du hast echt einen Mumm zu glauben, da, mich beim Thema Essen belehren zu wollen, junge Dame. Aber du hast absolut recht. Ich bin nicht nur ein feiner Gourmet, sondern auch ein Koch par excellence. Sieh zu und lerne, wie ich meine jahrelange kulinarische Expertise nutze, um das beste Gericht zu zaubern, das dieses Land je gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er jemals schon was anderes zubereitet hat. Oh ja? Na, wenn du schon so selbstbewusst bist, nehme ich natürlich auch gern etwas mit nach Hause. Just. Lass mich helfen. Das betrifft Calaglia, also ist das eine persönliche Sache für mich. Gerne. Wenn das so ist, würdest du mir ein paar Zutaten von hier besorgen und mir bringen? Klar, das kriege ich hin. Super, ich warte auf dich. Hast du die Zutaten dabei, um die ich gebeten habe? Oh, sieht so aus, als würde noch was fehlen. Ich zähle darauf, dass du... Was muss ich noch finden? Was fehlt? Erlange 6 hiervon. Ei. Ei. Ich brauche Eier? Und dann auch noch 6? Aber wir haben doch 3 männliche Charaktere. sorry. So, die Rüstungen hier sind mittlerweile schwächer als das, was ich trage. Und ich habe keine einzige Rüstung gekauft. Also, zufrieden. Zubehörmaterial. Wo kriege ich jetzt Eier her?
こたびも刺激的な旅であった。 Mir fehlt einfach nur noch ein Ei. Natürlich erstmal wissen, wo man das überhaupt kaufen kann, ne? Ist das das ultimative Rezept? Ich will natürlich nicht das Spiel abschließen, bevor ich nicht alle Sachen mehr freigeschaltet habe. Hast du die Zutaten dabei, um die ich gewinnen habe? Ah. Yep, ich habe sie dabei. Großartig, dann kann ich mich jetzt an die Arbeit machen. Mit diesen Zutaten und all meinem Wissen und meiner Erfahrung wird das Ergebnis ganz exquisit. Was willst du mit Weizen und Ei denn so herstellen? Erledigt. Was ist das? Sowas wie gebratenes Brot? Probieren wir es mal. Wow, wie lecker, du hast die Zutaten wirklich gut verarbeitet. Das hat er echt gut gemacht. Aber findest du das Innere nicht auch noch ein bisschen teigig? Ja, außerdem finde ich gutes altes gebratenes Brot nicht sonderlich einfallsreich. Trotz meiner Fähigkeiten liegt anscheinend noch Arbeit vor mir. Gebratenes Brot, das immer noch teigig ist. Warte, ich hab's! Wie wär's damit? Sollen das Ringe sein? Yep! Ich habe mich von der Architektur des Schlosses inspirieren lassen. Ich nenne sie Glanimed Donuts. Okay, ich probiere einen. Oh, wie lecker! Und wie knusprig die sind! Ja, die schmecken super. Ich bin im Himmel. Ich hatte hier keine Ahnung, dass man sowas in Calaglia zubereiten kann. Die mag ich. Die sehen auch irgendwie besonders aus. Damit kann ich was anfangen. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass sich meine ganze Arbeit gelohnt hat. Hey, was hältst du davon? Zu verkaufen? Ich nehme einen ganzen Haufen mit zurück nach Cislodia. Die werden ein Hit. Vielleicht sollte ich... wisst ihr, mir ist das... was klar geworden. Nachdem ich die Donuts für euch zubereitet habe, kochen hat die Kraft, Menschen zum Strahlen zu bringen. Und ich möchte dieses Gefühl überall auslösen. Wir haben ein Deal. Es gibt keine feinere Delikatesse als die Freude im Herzen über eine gute Mahlzeit. Darum geht es als Gummi wirklich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bringe dir das Rezept für die Donuts bei. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Um dir für deine Hilfe zu danken. Arigato. Danke, Gudo. Lass mich dich noch eine Sache fragen, bevor du gehst. Wie haben dir meine Donuts wirklich geschmeckt? Wie sie mir wirklich geschmeckt haben? Nun ja, absolut exquisit. Damit ist meine kulinarische Suche endlich abgeschlossen. Kulinarischer Weltenbummler. Oh, das ist gut. Ich wusste, dass die das sagen werden. Ethan, du bist zurück. Ja, und ich habe das, Essen mitgebracht. Bedien dich. Was ist das? Sonderart-Süßigkeit? Naja, von mir aus gerne. Wow, die schmecken super. Ja, die sind echt lecker. Wo hast du die her? Ein Freund von uns hat sie in Schloss Glanimed mit Zutaten aus der Umgebung zubereitet. Wirklich? Man kann hier in Calaglia so leckere Sachen zubereiten?
Auch der Händler aus Slodia mochte sie. Ich denke, dass der Handel zwischen unseren Reichen dank der Donuts wieder zunimmt. Ja, wir könnten diese leckeren Donuts überall verkaufen. Wie toll, es ist so cool zu wissen, dass wir hier solche Sachen zubereiten können. Schätze ich, sollte jetzt aufhören, immer so viel rumzujammern. Mal sehen, was sich hier in Kaladia noch so alles zubereiten lässt. So kann ich mich für dein Brot revanchieren, Fräulein. Ich bin gespannt, was du als nächstes zubereitest. Angestelltenuniform! Warte mal. Hier heißt es doch: Entdecke die ultimative Zutat. Haben wir die ultimative Zutat noch nicht entdeckt? Ich glaube, hier wird auch nichts mehr Neues kommen, oder? Ich muss es nicht kochen, ich muss es entdecken. Das ist also noch nicht die ultimative Zutat. Mabo Kare yo. Kare o tsumeta age pan. Shion ga kaishimete shimai sou da na. Ich denke mal, noch eine Nebenmission packen wir auf jeden Fall einen Part mit rein. Uzbek Kalaglia.